Hey ihr lustigen Knusperstücken. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Das hat verschiedenste Gründe, vor allem mal wieder, dass ich wahnsinnig viel zu tun habe und einfach nicht dazu komme, Videos zu schneiden. Es sind noch diverse Sachen in der Pipeline. Das Video, was ihr heute seht, habe ich vor gut 1,5 Monaten mit den Jungs von Basic aufgenommen im Treptower Park. Ganz früh morgens haben wir uns zum Kaffee trinken getroffen. Ja, leider ist der Ton da etwas desaströs gewesen. Das heißt, eins der Funkmikrofone hat irgendwie eine Störung gehabt. Das heißt, da war die ganze Zeit so ein Piep drin. Und das wegzukriegen, war ein Riesengehassel. Es ist halbwegs rausgekommen. Der Ton ist immer noch nicht 100% sexy, aber ich hoffe, man kann es sich anhören. Ich rede mit den Jungs über das Mountainbike, was kommen wird, was sie noch so vorhaben. Das ist mittlerweile auch schon alles ganz viel passiert. Die haben mittlerweile schon eine ziemlich coole neue Location, wo sie in Berlin zu finden sind. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns dann am Ende des Videos vielleicht nochmal wieder. Hey, ihr lustigen Knusperschnecken, wie ihr seht, es ist ganz früh morgens und wir befinden uns, der eine oder andere kennt es vielleicht, hier im Treptower Park am Wasser. Und der Jost von Basic hat uns gerade einen schönen warmen Kaffee gemacht. Deswegen sind wir heute auch hier, um ein bisschen mehr über die Jungs von Basic Bikes zu erfahren. Deswegen habe ich hier den Jost und den Henrik. Hallöchen. Servus. Und genau, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Weil es gab ja viele Fragen in den Kommentaren, wie kommt man auf die Idee, eine Fahrradmarke aufzumachen? Wie ist das alles passiert? Du, ich? Also ich habe ja... Jost halt. Magnus kennt die Story ja schon ein bisschen, weil wir uns ja schon oft über den Weg gefahren sind. Zuletzt bei beim Atlas Mountain Race in Marokko. Und genau da ist eigentlich auch die Idee so ein bisschen entstanden von Basic Bikes. Ich bin selber großer Fan von Carbon, fahre schon... bestimmt seit 15 Jahren Carbon-Fahrräder. Und ich hatte mir für dieses Rennen durch Marokko hatte ich mir ein Fahrrad aus Carbon einfach komplett in China bestellt, mit allen Teilen. Carbon-Laufradsatz, Carbon-Sattelstütze, Lenker. Und es hat wunderbar funktioniert, es hat gehalten. Und gleichzeitig hatte ich aber irgendwie das Gefühl, dass es total viele so sogenannte Open Mold Rahmen und Fahrradteile gibt, also Fahrradteile, die sich quasi jeder so ein bisschen bestellen kann, und dass mit diesem Thema noch nicht so transparent genug umgegangen wird. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee, selber keinen Rahmen zu entwickeln, sondern auf bestehende Rahmenmodelle aufzusetzen, auf diese aufzugreifen und die einfach zum fairen Preis selbst zu vertreiben, indem man im Prinzip einfach eine stabile Qualitätssicherung macht und einen guten Service anbietet und ansonsten eine gute Modellpflege auch betreibt. Und das quasi als Geschäftsmodell zu sehen und gute, solide, haltbare Carbonrahmen zu vertreiben. Das machen wir jetzt mit unserem ersten Modell. So ist ein bisschen die Idee zu Basic entstanden. Also mal abholen. Ja. Jost hat mich besucht in Pfälzerwald, im Häuschen, und ich meine, wir saßen da, haben uns unterhalten. Jost hat mega viele Ideen und eine dieser Ideen war halt Basic Bikes. Und bei dieser Idee. Ich habe auch viel scheiß Ideen. Okay, das heißt, das ist eigentlich mal aus einer Schnapsidee entstanden. Also man hat ein Weinchen getrunken, saß zusammen und merkte, lass uns doch eine Fahrradmarke machen. Also ich war es eher als Bier-Idee. Wir saßen da bei Bier und Jost meinte, also, sag mal, hast du nicht irgendwie Bock, irgendwie eine Fahrradmarke ins Leben zu rufen? Ich bin ja bei Atlas Mountainbike dieses Bike gefahren und es war einfach gut gehalten. Ich so, okay, Carbon, ernsthaft? Ich hatte mir just davor irgendwie gerade Astonit Handbike custom schweißen lassen, aufbauen lassen, ein bisschen viel Kohle in dieses Bike versenken. Dann kam Jost mit der Idee um die Ecke und ja, lass uns das probieren. Und dann haben wir uns Teile bestellt, haben die gefahren und mein Gott, jetzt steht das Titan-Bike in der Ecke, steht das Carbon-Bike hier, und das war die geilste Idee meines Lebens, Carbon-Bike zu fahren, weil ich möchte aktuell nichts anderes fahren. Natürlich
weil die Basics auch mega geil sind. Ich erinnere mich noch dran, ich hatte das Mountainbike damals von ihr gesehen und war schwer, schwer neidisch auf das komplett schwarze Ding, wenn ich mich da mit Stahl durch die Gegend gequält habe. Ich habe ja dann ein bisschen später auch, sag mal, ein sehr ähnliches Fahrrad nachgebaut, weil ich das von ihr sehr, sehr schön fand. Und das wird es dann auch demnächst geben. Ich habe schon gesehen, da wurde so ein bisschen was angeteasert in Richtung Carbon-Mountainbike, weil bisher, ihr habt es ja schon gesehen, das Basic Gravelbike fahre ich ja schon eine Weile durch die Gegend. Ein Rennrad gibt es ja bei euch auch schon zu sehen. Wann können wir mit dem Mountainbike rechnen? Ja, also es steht schon da, es ist getestet. Ich habe es schon echt hart gesendet und es funktioniert einwandfrei. Wir haben auch den Rahmen ja nicht komplett neu entwickelt. Das Modell gibt es ja schon und das Modell ist schon jetzt seit, glaube ich, einem Jahr, also das Mountainbike-Modell ist jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr auch schon im Einsatz. Und wir haben auch schon einen sehr, sehr guten Hersteller inzwischen gefunden. Verlässliches Teil, es gibt noch ein paar Sachen mit dem Hersteller abzustimmen, die jetzt nochmal für uns auch angepasst werden. Kleine Designwünsche, auf die wir auch Einfluss nehmen können. Und da gibt es noch mal ein paar Sachen mit dem Hersteller abzustimmen, wie viele Teile geliefert werden können, also Stückzahl, Abstimmung, Mindestbestellmengen und nochmal kleine Designanpassungen, soweit es möglich ist. Und da sind wir gerade in Abstimmung, auch die ganzen Lieferbedingungen, Logistik muss abgestimmt werden, ist nicht immer ganz so einfach. Wir haben uns ja ein paar Sachen vorgenommen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu verschicken. Wir sind noch nicht so groß, als dass wir jetzt große Container bestellen, Mengen bestellen können. Aber wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, möglichst die Fracht über die Schiene, vor der Fracht übers Meer, vor dem Lufttransport zu bevorzugen, was momentan ein bisschen schwierig ist. Mhm. Aber solche Abstimmungen zu machen, das kann man. Genau. Und Ziel ist es, das Mountainbike, wenn es klappt, dieses Jahr irgendwie noch zu launchen. Mhm. Also würde ich sagen, alles ist vorbereitet. Die Website wird es demnächst irgendwie auch dafür vorbereitet. Und dann drücken wir an den Knopf und dann können die Leute das Mountainbike bestellen. Und in welchen Ausstattungen plant ihr das Rad auf den Markt zu bringen, weil ich habe gesehen, du hattest mal diese, ich weiß, wie heißt die, diese No-Name, sage ich mal, Anbieter-Geschichte der Schaltgruppen. Das hat ja auch, glaube ich, nicht jeder auf dem Schirm. Ich war auch ganz erstaunt, dass es mittlerweile nicht nur Shimano, Kampa und SRAM gibt, sondern auch, ich sag mal, große Konkurrenz aus Asien. Würde es da was geben in die Richtung? Oder setzt ihr da auf altbewährtes und sagt, wir sind uns noch nicht sicher, erstmal SRAM, Shimano, oder gibt es da vielleicht demnächst noch was ganz anderes zu sehen? Ja, also große Konkurrenz ist es jetzt noch nicht aus Asien. Es gibt ein paar, also L2 ist zum Beispiel ein Anbieter, Senza ist noch ein weiterer Anbieter aus Asien. L2 ist ein bisschen bekannter, weil das ein paar ehemalige SRAM-Leute sind, die sich selbstständig gemacht haben, so munkelt man zumindest. Okay. Da haben wir jetzt erste Sachen getestet. Ganz okay, würde ich jetzt mal sagen. SRAM und Shimano haben natürlich einen sehr, sehr, sehr hohen qualitativen Anspruch. Ja. Aber wenn man so ein bisschen dem Internet folgt, dann kommen die ganzen Konkurrenzanbieter aus Asien kommen mit großen Schritten. Und wir haben jetzt gerade in der Bestellpipeline zwei Schaltgruppen von L2, zwei hydraulische Schaltgruppen für Gravel und für Straße, die wir als, ich wage mal zu behaupten, als erster Hersteller oder als erste Fahrradmarke in Deutschland geliefert bekommen und dann auch testen dürfen. Mhm. Da kommen ein paar Sachen. Wir wissen noch nicht so ganz, mit was wir das Mountainbike ausstatten werden. Wir werden ähnlich wie beim Gravelbike erstmal im Rahmen bzw. Rahmenset starten. Mhm. Und da wir jetzt noch nicht groß genug sind, um in große Menge großen Maßstab Schaltgruppen einkaufen zu können, wollen wir auch gar nicht, weil uns das ziemlich unflexibel macht. Verfügen auch einfach nicht über die finanziellen Mittel, um uns diese Sachen einfach groß auf Lager legen zu können. Machen wir das erstmal on demand. Also wir haben ganz gute Partner, Handelspartner auch, um solche Sachen on demand bestellen zu können. Falls jemand sagt, ich möchte das gerne mit einer AXS-Schaltung haben oder mit einer XX1-Schaltung haben, kabelgebunden, können wir das. Das ist auch eine Frage, die habe ich relativ häufig bekommen, konnte ich aber auch nicht so wirklich beantworten.
Wie ist es denn? Kann ich auch zu euch kommen und sagen, du, ich will diese super abgedrehte Campagnolo Gravel Gruppe an dem Fahrrad haben, das so direkt bei euch beziehen? Klar. Also, wenn du Bock hast auf eine EK, dann machen wir dir natürlich eine EK ans Fahrrad. Ja. Egal, was du dran haben willst am Bike, können wir die verbauen. Also, wir können dir eine günstige Gruppe ranbauen, können aber auch eine hochwertige, gut funktionierende EK ranbauen. Mhm. Jeder nach seiner Fassung, kein Problem. Gibt es da schon so ein. So ein Gefühl, dass ihr sagen könnt, die meisten nehmen die Gruppe. Wohin entwickelt es sich? Also was ist so euer Eindruck? Sagen die Leute, ich will SRAM einfach oder doch GRX 2 Blätter vorne und hinten 11? Wo geht's hin? Weil da streiten sich auch die Geister drüber. Gefühlt fragen gerade viele nach der elektronischen SRAM Rival Gruppe oder Rival Force, wie auch immer, Gruppe an. In dem Zusammenhang, das spielt uns oder interessant, weil das spielt uns halt in die Karten. Wir achten halt darauf, dass unsere Bikes sehr, sehr vielseitig verarbeitbar sind. Mhm. Also wir haben BSA-Tretlager, wir haben generell, das ist auch die Idee von Basic, daher der Name Basic, die sind, haben sehr schraubfreundliche Fahrräder oder sehr schrauberfreundliche Fahrräder, deswegen verkaufen wir zum großen Teil auch Rahmensets, weil du im Prinzip nicht limitiert bist darin, was für eine Gangschaltung du an dem Fahrrad einfach machst. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte gerne zweifach fahren, das ist wirklich ohne Probleme anpassbar, ich möchte einfach fahren. Nichts ist ein Problem. So, und das ist eigentlich das, was unsere Fahrräder auch auszeichnet, diese Vielseitigkeit, einfach Schrauberfreundlichkeit. Also Standard-Steckachsen vorne, hinten 12 mm und die Räder sind quasi für alle Arten von Schaltungen geeignet. Sogar das Mountainbike kannst du mit Dropbar aufbauen. Es hat zwar einen Boost-Standard vorne und hinten, um einfach allgemein kompatibel zu sein, aber ansonsten kannst du dir das auch als großes Gravelbike quasi aufbauen. Und kann ich mir das vorstellen, sitzt ihr noch zu Hause, sage ich mal, im Wohnzimmer und baut das alles zusammen oder habt ihr eine Beam. Garage? Spoiler-Alarm. So ein Update bei uns und ziehen endlich in einen Workspace, in die Workbox, und da wird es von uns einen Showroom geben, eine Werkstatt geben, Marker geben, also alles kompakt. Mittlerweile war Joost noch in Prenzlberg, ich war in Neukölln-Pritz, ich baue ein Rad auf, merke, oh Mist, fehlt noch ein Innenlager. Joost, kannst du rumkommen? Ich meine, es ist sportlich, man bleibt fit, aber auf Dauer ist es einfach kompatibler, einfach alles an meinem Punkt zu haben. Spart wahnsinnig viel Orga, wahnsinnig viel Logistik und man greift in die Kiste und kann Rad aufbauen. Also das ist einfach praktisch. Also die Strecke von Henne zu mir kann ich mittlerweile auswendig fahren. Die Strecke von ihm zu mir, einfach weil irgendwie eine Sattelklemme gefehlt hat. Das ist natürlich auch manchmal eine ganz gute Motivation, um einfach wieder ein paar Kilometer in die Beine zu ziehen. Sich noch ein bisschen zu bewegen, ja. Absolut. Ich glaube, ich habe Hennes Kaffee schon genug weggesoffen und Henne meinen Kaffee weggesoffen. Und dann irgendwie, keine Ahnung, mitten in der Woche, so abends noch am Rad basteln, am nächsten Tag wird das Rad raus und ich baue das Rad auf und ja, oh, fuck, mir fehlt noch Sattelklemme. Joost, kannst du noch auf sechs rumkommen? Oh, okay. Ja. Sind die Problemchen aber weg. Das heißt, man kann sich dann auch die Räder dann in live, wenn man in Berlin ist, dann auch mal anschauen, anfassen und mal eine Runde um den Block drehen. Das kann man mittlerweile generell. Schon jetzt und konnte es auch vorne weg. Also die Räder konnten immer bei uns Probe gefahren werden. Aber dann in dem Showroom wird es auch die Möglichkeit geben, die Räder mal anzufassen. Jetzt wird das Mountainbike dastehen, das Rennrad dastehen. Also die ganze Flotte von uns wird dastehen. Und das wird uns auf jeden Fall ein Stück weit auch noch bringen. Auch den Kontakt zum Kunden so ein bisschen festigen einfach. Und klar, Kunden können immer kommen, können Bescheid geben. Jeder Kunde ist immer bei uns willkommen. Kaffee wird es auch geben. Okay, ich hatte auch gesehen, ihr habt ein, wie nennt sich das, euer Manifest, was ihr aufgestellt habt. Wollt ihr da mal ein paar Punkte nennen? Weil es wurde in den Kommentaren, wurde ja auch immer wieder gefragt, du bist ja auch auf viele eingegangen. Das ist ja auch, ich sage mal, so ein, der große Streitpunkt, ist es nachhaltig, Sachen von da drüben hier rüber zu holen, wo im Endeffekt kommt alles daher, und eure Manifest habt ihr jetzt nochmal ganz schön aufgedröselt, was auch so das Ziel der Sache ist. Boah ja, also Riesenfeld, ich versuche es mal so ein bisschen einzudampfen. Also ich glaube, man kann heute keine Firma mehr gründen oder keine Unternehmung mehr gründen, um der Begriff nachhaltig ist auch sehr, sehr abgedroschen. Ich würde lieber sagen, Verantwortung zu zeigen. Und ich glaube, man kann heutzutage keine Unternehmung mehr gründen, ohne zu zeigen, dass man
Verantwortung für die Umwelt übernimmt. Wir werden die Welt nicht retten können, aber ich glaube, es ist eine Pflicht zu zeigen, wie viel Verantwortung man übernimmt für den eigenen Fußabdruck, den man hinterlässt auf diesem Planeten. Und wir machen das, indem wir uns ein kleines Manifest geschrieben haben, da reingeschrieben haben, was wollen wir kurzfristig machen, was wollen wir mittelfristig machen, was wollen wir langfristig machen, um Emissionen und Umwelteinflüsse zu verhindern, zu vermeiden und erst dann zu kompensieren. Das ist ja auch ein relativ verbreitetes Verfahren, das so zu machen. Und wir haben uns eine relativ große Liste, deswegen auch die Einladung, schaut gerne da rein in dieses Manifest und gibt uns Feedback, also macht uns Vorschläge, was ihr anders machen würdet. Wir haben uns vorgenommen, möglichst nur in gebrauchten Kartons zu versenden, möglichst alle unsere Wege zuerst mit der Bahn, zuerst mit dem Fahrrad, dann mit der Bahn, dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, erst dann mit dem Auto oder mit Leihwagen zu unternehmen, dass wir uns in unserem geschäftlichen Kontext mindestens vegetarisch ernähren wollen, also bei allem, was irgendwie unterwegs passiert. Und verschiedene andere Sachen, schaut da rein, dass wir ein Recycling anbieten wollen. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Carbonreparatur, achten auch darauf, dass wir bei unseren Rahmen, bei der Qualität von dem Carbon möglichst hochwertige Fasern verbauen, aber möglichst auch leicht zu reparierende Fasern verbauen. Also nicht nur super High-End Einhornfasern, die eigentlich nur weggeschmissen werden können, sondern die möglichst auch wiederverwertbar sind bzw. reparierbar sind. Also nicht recycelbar, aber bei denen wir zum Beispiel auch anbieten können, den Rahmen zurückzunehmen. Damit beschäftigen wir uns gerade, dass der zum Beispiel zu Füllmaterial wiederverwertet werden kann. Es gibt noch kein klares Carbon-Recycling, aber ein Vorteil könnte zum Beispiel sein, auch Carbon generell zu reparieren. Mhm. Darauf bereiten wir uns zum Beispiel gerade vor. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen Details gehört, was bisher schon so passiert ist bei euch. Wie seht ihr euch denn in 2 Jahren? Oder was ist das Ziel? Wo wollt ihr noch hin mit Basic? Also ich glaube, wir wollen einfach eine stabile Marke aufbauen. Mhm. Wir haben jetzt hier keine Mars, wir fliegen zum Mars-Brenn. Ich glaube, wir wollen einfach ein stabiles, vernünftiges, kleines Unternehmen aufbauen mit einem soliden Portfolio, was jetzt erstmal aus 3 Fahrrädern besteht, einem Gravelbike, einem Mountainbike und einem Rennrad. Und wir wollen uns erstmal, wir haben jetzt unseren ersten Bankkredit beantragt und demnächst auch dann auf dem Konto hoffentlich, und den wollen wir erstmal solide und nachhaltig bedienen, sodass wir uns von dem, was wir machen, selbst ernähren können. Und dann kaufen wir Twitter. Und dann kaufen wir Twitter, genau. Also wir haben jetzt hier keine Elon Musk Fliegen zum Mars Pläne, sondern wir wollen ein stabiles, verlässliches Unternehmen aufbauen, was einen guten Service bieten kann und was einfach ein verlässliches Portfolio hat, und damit wollen wir erstmal wachsen. Wir wollen jetzt hier nicht die Welt aus den Angeln heben, sondern wir wollen einfach ein verlässliches Unternehmen aufbauen, und von dem wir uns ernähren können. Und mein oder unser großer Wunsch ist es auf jeden Fall, irgendwann auch mal ein paar Mitarbeitende zu haben und auch die ernähren zu können und auch ein guter Arbeitgeber zu sein und daran auch wieder was zu lernen. Also irgendwie Leuten, Menschen eine Perspektive zu geben, das klingt ja auch ein bisschen abgebrochen, eine Perspektive zu geben, so, aber einfach vielleicht auch mal einen Azubi zu haben und einen Mehrwert zu schaffen. Einen Mehrwert zu schaffen, dahingehend, dass wir auch irgendwann mal Arbeitgeber sein können, so, und da eine stabile Marke zu etablieren. Und ich glaube, dafür gibt es Platz für Basic Bikes, für diese Idee, und daran einfach ein bisschen zu wachsen und dann mal schauen. Genau. Und vielleicht noch als Teaser, irgendwie Ziel ist auch vielleicht langfristig eine eigene Carbonrahmenproduktion oder eine Open Mold Form in Europa irgendwie zu eröffnen, aufzubauen, Räder zu beziehen. Wie auch immer, Just kann dazu bestimmt noch ein klein bisschen mehr sagen, aber... Ja, einfach, das wäre natürlich ein Träumchen so. Also ich glaube, wir müssen den Rahmen nicht neu erfinden. Ich brauche nicht irgendwie
das 800. Eigendesign. Ja. Ich glaube, wir haben ein schlichtes Design, was wir selber gerne fahren. Aber es wäre natürlich ein Träumchen, irgendwann mal vielleicht auch eine Partnerschaft zu machen. Es gibt ja schon auch einige europäische Marken, die Carbon verarbeiten oder Carbon-Teile herstellen. Und sich mit denen zusammen mal zusammenzuschließen und zu sagen, ey, lass uns doch mal in Europa eine Carbon-Fertigung an den Start bringen und irgendwie europäische Carbon-Teile herzustellen, die nicht allzu teuer, nicht allzu explosiv sind, sondern einfach verlässlich sind. Solide, also Rahmen, Laufräder, Komponenten. Und eine Frage wurde mir gestellt, ich habe mir gedacht, ich stelle die im Video. Es gab einen Basic-Aufkleber, ich glaube bei Anseln am Fahrrad, in den Regenbogenfarben. Ist es möglich, auch einen Custom-Aufkleber bei euch zu bekommen für sein Fahrrad? Weil da, gerade nach dem Regenbogen-Aufkleber wurde mehrmals gefragt, wenn man sagt, ich will das Basic Bike, ich hätte aber gerne genau diesen Farbverlauf. Total. Ist das möglich? Absolut. Also grundlegend haben wir natürlich unseren Farbverlauf-Aufkleber und den schwarzen Aufkleber. Mhm. Wenn jemand seinen Basic-Aufkleber in Orange oder in Grün oder in hell, violett, lila haben möchte, klar, logisch, kann man auch machen. Also Custom-Sticker sind total drin. Die sind auch, die sind von Reflektive, ne? Die sind von Reflektive Berlin. Ja. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall an die Jungs von Reflektive. Die machen echt gute Arbeit und versorgen uns, beziehungsweise unser Zulieferer mit ihrem Dekor und machen wirklich eine sehr, sehr verlässliche Arbeit. Hohe Qualität, kann ich auch Ihnen empfehlen. Mal bei Reflective auf der Webseite vorbeizuschauen, die machen auch ganz gute Sticker für Helme oder auch zum Anbringen an verschiedenen Anbauteilen. Sehr, sehr, sehr solides. Cool Jungs. Ja. Klingt gut. Also die Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Man kann den Aufkleber auch custom bekommen, wenn man sich mit einem Farbwunsch oder einem ähnlichen Wunsch bei den Jungs meldet. Ich merke, es regnet, es wird langsam unangenehm, unser Kaffee ist leer. Ist gar nicht mal so warm. Nee. Wir sitzen ja auch schon hier eine Weile. Würde ich sagen, vielen Dank. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Joost war ja schon im letzten Video in den Kommentaren anzutreffen. Also wenn Fragen sind, gerne unten reinschreiben. Ansonsten direkt an die Jungs via E-Mail wenden oder Kommentare. Habt ihr noch abschließende Worte, außer dass uns allen wahrscheinlich schrecklich, schrecklich kalt ist? Gibt es den nächsten Kaffee? Cut! Ja, genau. Wir gucken, dass wir uns jetzt auch mal ein bisschen aufwärmen. Genau, bei Fragen einfach unten in die Kommentare. Ansonsten übliche Mist, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben da lassen, Link zu allen Sachen unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann fahren wir auch mal wieder ein bisschen Fahrrad und sitzen nicht bei eisigen Temperaturen hier auf einer Parkbank rum. Ciao! Ciao, ciao! Tschüssi!